und los. Hier ist es, Watson. In der Nacht ist die Goulston Street wie leer gefegt, was es uns erlauben wird, einige Experimente durchzuführen. Suchen wir den Hauseingang, wo das Stück der Lederschürze des Opfers und die sonderbare Kreidenachricht entdeckt wurden. Sehen Sie sich diese Schilder an, Watson. Wir sind im jüdischen Geschäftsviertel. Sehen Sie sich diese Schilder an, Watson. Wir sind im jüdischen Geschäftsviertel. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Hier ist nichts Interessantes. Sehen Sie sich diese Schilder an, Watson. Wir sind im jüdischen Geschäftsviertel. Sehen Sie sich diese Schilder. Sehen Sie sich diese Schilder an, Watson. Wir sind im jüdischen Geschäftsviertel. Sehen Sie sich diese Schilder an. Sehen Sie sich diese Schilder an. Sehen Sie sich diese Schilder. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist die Stelle, wo Constable Long das Stück der Schürze und die Kreidenachricht entdeckt hat. Rekonstruieren wir den Vorfall. Denken Sie daran, dass es in dieser Nacht geregnet hat, Watson. Beschaffen Sie etwas, womit wir simulieren können, wie Regentropfen gegen die Wand prasseln, während ich etwas mit Kreide schreibe. Die Jews sind die Menschen, die nicht umsonst beschuldigt werden. Aber was soll das heißen? Haben Sie etwas gefunden, womit wir Regen simulieren können? Etwas beschaffen, um Regen zu simulieren. Darf ich Sie daran erinnern, dass es Nacht ist und ich hier niemanden finde, den ich fragen könnte, Holmes? Das könnte sich als nützlich erweisen. Wer weiß. Eine alte Holzstange. Eine Gießkanne. Genau das, was ich brauche. Aber ich komme nicht dran. Eine Gießkanne. Genau das, was ich brauche. Eine Gießkanne. Genau das, was ich brauche. Das könnte sich als nützlich erweisen. Wer weiß. Eine Gießkanne. Genau das, was ich brauche. Aber ich komme nicht dran. Eine Gießkanne. Genau das.
Haben Sie etwas gefunden, womit wir Regen simulieren können, Watson? Bitte sehr, Holmes. Wenn der Mörder die Kreidenachricht verfasst hat, war sie bis zu 35 Minuten lang an diesem Hauseingang, bevor sie entdeckt wurde. Finden wir heraus, in welchem Zustand sie gewesen sein muss. Die Kreidenachricht hätte sich dort nicht eine ganze Nacht im Regen halten können. Im Zuge der Ermittlungen in der Nacht des Doppelmordes hat Constable Hulse gegen 2.20 Uhr die Hauseingänge dieser Straße inspiziert und angegeben, nichts Außergewöhnliches gesehen zu haben. Um 2.55 Uhr, 35 Minuten später, hat Constable Long das Stück von Catherine Eddowes Schürze und die Kreidenachricht entdeckt. Diese Nachricht hätte keine ganze Nacht im Regen überstanden. Hätte ich sie noch etwas länger mit Wasser begossen, wäre sie sicherlich komplett verschwunden. Sie muss also zur gleichen Zeit geschrieben worden sein, wie auch das Stück der Schürze dort abgelegt wurde. Das bekräftigt die Aussage von Constable Hulse, der angegeben hat, während seines Rundgangs nichts gesehen zu haben. Nach der Entdeckung wurde die Stelle bewacht und vor dem nachlassenden Regen geschützt, was erklärt, warum die Nachricht immer noch lesbar war, bevor sie schließlich um 5:30 entfernt wurde. Mein lieber Watson, als Sie Constable Smith auf seinem Straßenrundgang getroffen haben, wo genau stand er? Auf dem Gehweg oder auf der Straße? Mitten auf der Straße, Holmes. Ohne den geringsten Zweifel. Gut. Gehen Sie mit der Lampe auf die Straße, als wären Sie ein Polizist bei seinem Rundgang. Und positionieren Sie sich dabei wie Constable Smith. Sobald Sie den Hauseingang sehen, an dem ich die Gießkanne benutzt habe, sagen Sie mir, ob Sie etwas erkennen können. Von hier aus kann ich sehen, dass etwas an die Wand geschrieben wurde, Holmes. Können Sie es lesen? Nein. Sehen Sie den weißen Stofffetzen, Watson? Ich sehe etwas auf dem Boden liegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was Sie meinen. Constable Long, der das Stück der Schürze gefunden hat, inspizierte den Innenbereich der Hauseingänge. Allerdings hätte niemand vorhersagen können, dass dieses Stück der Schürze in der Mordnacht von einem Polizisten auf seinem Rundgang gefunden werden würde, anstatt von einem Passanten oder gar der Presse. Worauf wollen Sie hinaus, Holmes? Betrachten wir diese Nachricht an der Wand genauer, Watson. Die Jews sind die Menschen, die nicht umsonst beschuldigt werden. Gehen wir davon aus, dass mit Jews die Juden dieses Viertels gemeint sind, was jedoch eine Frage aufwerfen würde. Wie könnte diese Frage lauten, Watson? Warum? In der Tat, Watson. Warum? Aus welchem Grund wurde die Nachricht an der Wand angebracht? Rekapitulieren wir. Lestrade wurde in der Nähe eines Arbeitervereins für sozialistische Juden ermordet. Catherine Eddowes in der Nähe einer Synagoge und unweit des Imperial Clubs. Und schließlich wurde das Stück der Schürze hier abgelegt, vor einem Gebäude, das von jüdischen Familien bewohnt wird. Der Täter hat keine Mühen gescheut, um die Juden dieses Viertels in Verruf zu bringen. Aber dieses Vorgehen ist doch einfach zu durchschauen, Holmes. Ja, aber bei all den Gerüchten, Watson, hätte der Verfasser dieser Kreidenachricht dennoch die Spekulationen in der Öffentlichkeit angeheizt. Sie haben recht, Holmes. Deswegen war es wahrscheinlich richtig, die Nachricht wegzuwischen. Wer auch immer diese Entscheidung getroffen hat, ist ein weiser und mutiger Mensch. Gehen wir zurück in die Baker Street, Watson. Vielleicht wird mir der Pfeifentabak beim Nachdenken auf die Sprünge helfen. Zeit, in die Baker Street zurückzukehren. Trautes Heim, Glück allein. Zeit, in die Baker Street zurückzukehren. Trautes Heim, Glück allein.
Die ganze Nacht habe ich Albträume gehabt, Holmes. Und ich wette, Sie haben keine Sekunde geschlafen. Nicht wahr? Hat Ihnen die Kreidenachricht Kopfzerbrechen bereitet? Unter anderem. Und dieser Verrückte ist immer noch auf freiem Fuß. Wenn wir nur wüssten, wie er aussieht. Aber das tun wir, Watson. Wir haben eine ziemlich genaue Beschreibung. Dann muss ich etwas verpasst haben, Holmes. Nicht nur, weil ich weiß, dass Sie den Aussagen unserer Augenzeugen wenig Bedeutung beimessen, sondern auch, weil die wenigen Beschreibungen, die wir haben, nicht zusammenzupassen scheinen. Eine ungenaue Beschreibung kann durchaus von Bedeutung sein, wenn man herausfindet, warum und bis zu welchem Grad die Fakten anders sein müssen. Wir haben eine erkenntnisreiche Nacht hinter uns. Und ich kann Ihnen sagen, wie der gesuchte Mann aussieht. Wirklich? Ja, aber dafür brauchen wir einige Dinge, Watson. Holen Sie 3 Ankleidepuppen, meine Arbeitertarnung, meine 3 Perücken, eines Ihrer abgenutzten Jacketts als Arbeiterkleidung und einen Ihrer feinen Anzüge. Ach, und meinen unbenutzten Deerstalker, von dem scheinbar jeder denkt, dass ich ihn Tag und Nacht trage. Stellen wir unsere Ankleidepuppen hier auf, Watson. Für einen der Morde gibt es keine Zeugen. Hinsichtlich der anderen 3 Morde haben wir jedoch mindestens jeweils eine Person, die behauptet, das Opfer wenige Minuten vor seinem Tod bei einer Unterhaltung mit einem Mann gesehen zu haben. Wissen Sie noch, wer diese Zeugen waren, Watson? Eine Perücke kommt mir jetzt sehr gelegen.
Bravo, Watson. Das sind unsere drei Zeugen. In der Tat, Watson, das ist die richtige Größe für Abrahams Ankleidepuppe. Die Aussage von Mr. Solomonowitschs Freund kann mindestens in einem Punkt nicht stimmen. Der erste Joseph sagte, dass der Mann mindestens 5 Fuß 7 Zoll groß sei. Der zweite Joseph gab jedoch an, dass der Mann etwa 3 Zoll größer als das Opfer sei, das, wie wir wissen, höchstens 5 Fuß groß war. Daraus lässt sich ableiten, dass der Mann etwa 5 Fuß 3 Zoll groß ist. Vergessen wir nicht, dass es der zweite Joseph war, der seine Freunde auf das Paar aufmerksam gemacht hat. Wir können also davon ausgehen, dass er sie nicht nur flüchtig gesehen, sondern länger beobachtet hat. Der junge Constable Smith muss sich bei seiner Aussage bezüglich der Größe des Täters getäuscht haben. Es handelt sich um einige Zoll und wir können seine Größenangabe an die Größe der beiden anderen Ankleidepuppen anpassen. Ausgezeichnet. Jetzt der nächste Schritt. Das war's. Ausgezeichnet. Der junge Constable Smith muss sich bei seiner Aussage bezüglich der Größe des Täters getäuscht haben. Es handelt sich um einige Zoll und wir können seine Größenangabe an die Größe der beiden anderen Ankleidepuppen anpassen. Der junge Constable Smith muss sich bei seiner Aussage bezüglich der Größe des Täters getäuscht haben. Es handelt sich um einige Zoll und...
Der junge Constable Smith. Bravo, Watson. Unsere Ankleidepuppen sind basierend auf den Zeugenaussagen richtig eingekleidet. Und jetzt versuchen wir festzustellen, in welchen Punkten diese Aussagen voneinander abweichen und warum sich die Zeugen geirrt haben könnten. Sehen wir uns diese Perücken und Bärte an und beginnen mit der Aussage des ersten Josephs, der den Mann bei guten Lichtverhältnissen gesehen hat und ihn mit blondem Haar beschreibt. Bleiben wir bei dieser Ankleidepuppe, aber betrachten Sie bei den Lichtverhältnissen und aus dem Winkel der anderen beiden Zeugen. In der Dunkelheit der Nacht mit schwacher, künstlicher Beleuchtung von oben. Schalten Sie das Licht aus, Watson. Eine schwache Beleuchtung kann also unsere Farbwahrnehmung beeinträchtigen. Die Perücke von Abrahams Ankleidepuppe hat bei schwacher Beleuchtung die gleiche Farbe wie die anderen Perücken. In diesem Punkt weichen die Aussagen also nicht voneinander ab. Und wir können alle drei Ankleidepuppen mit der gleichen Haarfarbe versehen. Schalten Sie das Licht wieder ein, Watson. Gut, Watson. Verpassen Sie jeder Ankleidepuppe die gleiche Haarfarbe. Gut, Watson. Verpassen Bitte sehr, Holmes. Gut gemacht, Watson. Bezüglich der Haarfarbe des Mörders sollte Abrahams Aussage die zuverlässigste sein, da Joseph der Einzige war, der den Täter bei guter Beleuchtung gesehen hat. Seine Haare müssten daher blond sein. Wie Sie sehen, Watson, ist es für einen Augenzeugen nicht leicht, objektive Schlussfolgerungen zu ziehen. Aus diesem Grund sollten wir auch die unterschiedlichen Angaben bezüglich des Alters unseres Mannes erneut überprüfen. Selbst wenn Sie einer Person bei guten Lichtverhältnissen mehrere Stunden lang direkt gegenüberstehen, inwieweit können Sie Ihr Alter wirklich exakt bestimmen? Und erst recht, wenn Sie diese Person nur für einige Sekunden sehen und vielleicht sogar nur von hinten. Wir müssen eine gewisse Abweichung einkalkulieren, wenn wir die Zeugenaussagen berücksichtigen und trotzdem wissenschaftlich bleiben. Perfekt, Watson.
Das war's. Ausgezeichnet. Perfekt, Watson. Bitte sehr, Holmes. Jetzt, da wir uns die Zeugenaussagen genau angesehen haben, lassen Sie uns überprüfen, inwieweit sie übereinstimmen. Wenn wir für jede Ankleidepuppe die Abweichung berücksichtigen, können wir daraus das Alter des Mörders so exakt wie möglich ableiten.